Tja. Super, dann würde ich nochmal reinkommen, dann wäre es cool, wenn wir da mal aufziehen können. Ich würde einmal ganz kurz unsere Kiste Begrüßung machen mit Handshake. Ach, Tatsache, das ist, ja? Das ist ein schönes Antex-Bild, weißt du? Ja, bin ich gespannt. So, ist gut? Mhm. Okay, komm, bitte. Hi, Tag. Hallo. Moin. Guten Morgen. Tag auch, doch. Eine schöne Gespräche hier. Ja, wunderbar, da sitzen sie jetzt. Astrid Hauer und Henry Hübchen. Ich habe den Film gestern sehen dürfen und muss ganz ehrlich sagen, ich war von der schauspielerischen Leistung von beiden schwer begeistert und ich würde mal sagen, Henry Hübchen, das könnte der nächste James Bond sein. Also mit der Sonnenbrille und dem Mantel in der Hotellobby ist das wirklich also schon richtig, richtig, richtig toll. Also für mich jetzt irgendwie so als Fan so dieser alten Kinohelden. Wie viel Spaß hat es gemacht, eben diesen Ex-Geheimagenten zu spielen? Manchmal, lass mal die Stimme zu. Manchmal hat es Spaß gemacht, manchmal weniger. Ist ja Arbeit. Also wenn es dann bei der Sonnenbrille geblieben wäre und was haben Sie noch gesagt, was hatte ich noch an? Diese Jacke so, ja dann wäre es ja einfach gewesen. Insofern würde ich gerne James Bond spielen schon. Wenn du bloß eine Sonnenbrille brauchst und eine Jacke. Mhm. Also wir sollten ja komisch sein. Also soll ja eine Komödie werden. Oder ist es schon? Weiß nicht genau. Ich mag die Suffisanz in dem Film. Wie war das mit den netten alten Herren zusammenzuspielen, sozusagen so als jetzt junge Dame, aber dann noch mit diesen, sage ich jetzt mal, alten Haudegen? Ja, es war unterschiedlich. Es gab Tage, da habe ich mir gewünscht, ich wäre nie geboren, so. Ne? Und dann gab es Tage, die waren einfach von morgens bis abends mit viel Lachen und Spaß dabei. Aber es sind natürlich alles Unikate und von denen umgeben zu sein, ist einfach toll. Der Film spielt da sehr süß mit dem Generationenkonflikt. Die Jungen, die glauben, wir können das alles besser, das alte Eisen. Natürlich die alten Herren, die ganz genau wissen, wo der Hase langläuft, die ja schon auch viel erlebt haben, eben in Zeiten des Kalten Krieges. Was können denn vielleicht jetzt noch so die Jungen, jetzt auch so im realen Leben oder vielleicht auch bei der Schauspielerei, eben von den älteren Herren, wie halt eben jetzt Hübchen, Gwistek und Co. lernen? Ach, ich glaube, dass einfach, man spürt einfach, dass jemand wie Henry oder auch Michael, das sind Thomas Thieme, das sind einfach ganz alt erfahrene Schauspieler und das ist einfach toll zuzugucken, große Augen, große Ohren zu haben. Und was hast du mir beigebracht? Situation, Vorgang, Spielsituation. Situation, das habe ich von dir gelernt. Gibt einen Vorgang, gibt eine Haltung und Spielidee ist auch nicht schlecht, wenn man die hat. Ja. Ja, was ist jetzt hier die Situation? Und wo? Die Handlung eigentlich. Ein Interview. Genau. Mhm. Und die umgekehrte Frage vielleicht, also kann man sich auch von den jüngeren Kollegen was abgucken irgendwie? Ja, man kann immer irgendwie was abgucken oder so sehen. Antje ist eben ganz diszipliniert, die ist pünktlich und egal, auch wenn es abends mal ein bisschen länger ging, erstaunlicherweise, und die haben dann auch so viel Kraft. Mich schlaucht ja so ein 13-Stunden-Tag. Wird dann immer kraftloser irgendwie. Und ja, weiß nicht. Also abgucken, ich fand ganz schön, dass Antje dabei war und nicht bloß die alten Säcke. Wir kennen uns ja schon ewig und das ist natürlich auch anstrengend. Und wir haben auch ewig nicht miteinander zu tun gehabt, nicht gearbeitet. Und das war manchmal wirklich nicht auszuhalten. Und da war dann Antje so ein Katalysator. Da hast du mal zur Seite geguckt und dann, naja, Gott sei Dank, es gibt auch noch etwas anderes auf der Welt als Micha Gwistek. Den ewig, der hat ja nur geredet. Das stimmt. Der redet ja den ganzen Tag. Der wäre jetzt hier eigentlich ganz schön. Da bräuchten Sie keine Frage mehr stellen. Gab es denn auch mal richtig Zoff irgendwie so zwischen Ihnen? Ja, immer. Immer mal. Also zwischen uns so. Mal schrie der eine irgendwas, dann schrie der nächste. Also ich glaube, jeder hat mal geschrien. Außer ich. Du nicht, nee. Nee, ich durfte nicht. Naja, du hast dich jetzt nicht so getraut zu schreien. Das stimmt, ich habe mich nicht getraut zu schreien, ja. Aber jeder hat mal irgendwie, ob Placeda war, der meinte, er müsste jetzt der Regisseur sein. Oder mal war es denn Gwistek, der Regisseur war.
Rückblick vielleicht auch, aber keine Ahnung. Es war schon ein harter Kampf. Hatte der Regisseur richtig Spaß gehabt beim Drehen? Der hat richtig Spaß gehabt. Der war in den Nerven. Der war fast schon zerstört. Ich liebe diese ganzen Behind-the-Scenes-Stories. Gibt es da so ein paar nette Anekdoten vom Set, vielleicht, wo man auch mal irgendwie sich in die Haare bekommen hat oder wo irgendwas anderes Witziges passiert ist, was man halt auf der Leinwand nicht sieht, aber was dann noch vielleicht so eine richtig schöne, nette Geschichte noch ist von den Dreharbeiten? Das Problem war, dass ich weiß ja nicht, wie der Film geworden ist. Also, naja, aha. Weil, also wir sind ja Schauspieler, also ich bin Schauspieler und steige erst irgendwann dazu. Wie so ein Anhalter kommst du dann, ein Film wird, beginnt mit einer Idee und dann wird ein Drehbuch geschrieben und irgendwann kommst du dazu und dann steigst du wieder aus. Und dann wird der Film auch noch weiter gemacht. Also insofern ist man da so draußen und weiß nicht eigentlich, was wird das eigentlich. Und aber dann, wenn ich dabei bin jedenfalls, muss man sich mit der Situation, die dann da ist, irgendwie arrangieren. Also nach dem Drehbuch arbeiten, das ist ja ein Drehbuch, und dann machst du das, was da drin steht. Und viele Sachen, die da drin stehen, die dann aber nicht gehen. Also die ganze Zeit geht es ja immer nur darum, Sachen zu flicken, weil das und das nicht funktioniert. Also ich habe eher Albträume als hinterm Set oder auch vorm Set. Also wir haben ein Auto gehabt, was einfach nicht funktionierte. Also soll ein Rennauto fast sein und soll, weiß ich was, alles machen, fuhr aber langsam, bremste nicht und hat ein Lenkerspiel von einem Meter gehabt. Und immer so mit solchen Unwägbarkeiten, da dann mit auszukommen, da eine neue Idee zu haben oder nicht zu haben oder zu kaschieren, das sind so meine Erinnerungen an den Film. Weniger so hinter der Kamera oder so in den Pausen, ja. Naja. Antje? Ja, es war wirklich, wir haben eher Kämpfe gekämpft, als dass es wirklich immer nur mit Freude zuging. Also ich muss ehrlich sagen, ich stimme Henry relativ, also ich stimme ihm einfach zu. Es ging oft darum, Situationen zu lösen, als dass wir wirklich die Möglichkeit hatten. Natürlich haben wir viel gelacht auch, weil es einfach Unterhaltung war und so weiter. Und vieles, wenn manches nicht geht, dann ist es ja auch lustig. Aber letztendlich war es doch viel mehr, Lösungen zu finden. Also wie machst du Defizite produktiv? Das begleitete mich den ganzen Film über. Und ja, ansonsten haben natürlich die alten Männer immer um Antje rumgegockelt. Ja, wie sie damit umgegangen ist, weiß ich nicht, was denn so... Ja, immer unterschiedlich, immer. Mit jedem anders. Gab es jetzt Rote Rosen oder wie muss ich mir das vorstellen? Von Winfried Glatzeder gab es auch mal Rote Rosen. Tatsache. Also die ja im Film auftauchen, ach, wurden dann an, ja, sehr nett. Aber ich finde immer, man hat diese Vorstellung, dass die Komödie ist nun mal einfach die Meisterklasse und es ist ein ganz schwieriges Genre. Das ist nicht einfach nur das, man hat immer so die Vorstellung, es wird einfach immer nur gelacht und gefeiert. Das ist nicht wirklich der Fall. Die Komödie ist schwierig herzustellen an vielen Stellen. Ich weiß nicht, ob Sie Man of Steel oder Pandorum gesehen haben, aber ich finde Antje darin großartig und ich finde Antje Traue ist für mich eine der großen deutschen Hoffnungen in Hollywood. Wie sieht es momentan so aus? Also ist da noch was nachgekommen an Angeboten aus den USA? Ist da schon wieder irgendwas Neues in Planung? Also ich habe zwischendurch auch immer wieder, also auch wieder gedreht, internationale Produktionen, und habe jetzt gerade auch wieder was gedreht in Südafrika war ich und in Namibia. Also das ist nach wie vor etwas, was weitergeht und wo ich auch interessiert dran bin und dass ich das schön finde, dass es einfach von allen Seiten irgendwie auch nach wie vor bunt bleibt. Ne? So. Also das geht weiter, ja. Was macht denn eigentlich mehr Spaß, jetzt in so einer kleineren Produktion zu spielen oder halt in so einem richtig großen Big-Budget-Movie, wo natürlich dann wahrscheinlich jeder Schritt, den man macht, irgendwie vorprogrammiert ist? Ich finde, dass schon die Abwechslung wichtig ist. Also ich mag das gerne, nach Deutschland zu kommen und ich wollte das ja auch gerne wieder in der eigenen Sprache spielen. Und das ist genauso
Weil letztendlich, wenn der Ton läuft und die Kamera läuft und die Stille einkehrt, dann ist es letztendlich, die Arbeit ist das Gleiche. Aber diese Sets da drüben sind natürlich beeindruckend und es ist bombastisch und die Größe und die Dimension davon ist einfach eine andere. Und man ist vor allen Dingen immer mit den Top-Leuten zusammen. Also ob das im Make-up-Department, im Kostüm-Department, sind einfach tolle Leute. Und, aber was natürlich manchmal auch schwierig daran ist, ist, dass es wie ein langsamer, großes Boot ist und das... die Entscheidungen zu treffen, bis das Mal am Set angekommen ist. Und das ist bei so einem Film, wie wir ihn gemacht haben, sehr viel direkter und unmittelbarer. Und das macht manchmal einfach mehr Spaß, weil einfach ein Tempo dabei ist. Und ja. Spielen Sie lieber in größeren Produktionen oder lieber in kleineren Produktionen? Ich habe ja diese Vergleiche. Ich habe ja in solchen Filmen, die Antje da gespielt hat, nicht mitgespielt. Sie hat mir aber ab und zu mal davon erzählt. Also in solchen Action-Sachen, die natürlich durchorganisiert sein müssen bis ins Kleinste. Also da kann man nicht so lossegeln, wie wir hier mit diesen Kundschaftern, wo noch während, fast bis Drehbeginn, das Drehbuch umgeschrieben wurde, noch immer noch was verändert wurde, weil nicht genug Geld da war. Und also Umbau eines Flugzeugs während des Fluges, das geht ja bei solchen Produktionen. Ich glaube, das sind richtige, ich habe keine Ahnung wirklich, aber so ein richtiges Industrieunternehmen. Keine Ahnung, ob das wirklich dann in der Konsequenz Spaß macht. Also wenn man, ob man immer wieder machen möchte. So als Erfahrung sicher mal, aber ich glaube, diese Produktion, wo man einfach noch überlegt, können wir wie spielt man jetzt die Szene? Können wir es noch mal verändern? Machen wir noch eine Variante? Schreiben wir noch mal um? Wie in Amerikanische Nacht von Truffaut, der dann noch abends irgendwie Text geschrieben hat und der Hauptdarstellerin frühmorgens gegeben hat und die lernte den noch ein bisschen vorm Spiegel. So, also wo alles so noch ganz viel kreativer ist und nicht so industriell. Ich weiß nicht, ich rede jetzt über Sachen, die, wo ich keine Ahnung habe. Musst du sagen, ob es mehr Industrie ist? Ich würde sagen, es ist, also gerade bei jetzt Man of Steel und solchen riesen Blockbustern ist es natürlich eher eine Unternehmung. Und das künstlerische Schaffen ist dann nicht unbedingt vor Ort noch möglich, weil alles natürlich ins kleinste Detail geplant ist. Es ist ganz wichtig, dass natürlich auch durch die Postproduktion entsteht ja nochmal ein neuer Film. Also das, was wir drehen, ist ja eigentlich nur die Hälfte. Und dann entstehen Welten, die ich dann im Kino sehe, die ich ja selber, während ich die Rolle spiele, gar nicht... begreifen kann. Also ich hatte sehr gehofft bei Man of Steel zum Beispiel, dass mein Spiel dann zusammenpasst mit dem, was auf dieser Riesenleinwand passiert. Und es hat Gott sei Dank funktioniert. Aber während ich es gemacht habe, habe ich oft gehofft, dass es zusammenpasst. Na ja, gut, und da gucken dann 100 Leute drauf und die entscheiden das. Und du bist einfach ein Zulieferer. Wir sind immer nur Zulieferer. Also hier auch in dem Film sind wir Zulieferer. Aber nicht so weit weg vom Endprodukt, wie in solchen großen Dingern wahrscheinlich. Aber hier auch, also keine Ahnung. Du kannst hier Szenen schneiden, die hast du nie gespielt. Vom Rhythmus her oder kommt es gar nicht mehr vor. Also Film kreiert eben der Regisseur. Also der kreiert den Film und dann stellt man sich zur Verfügung und liefert was, so gut es geht. Und so, und dann ist man wieder weg und hofft, dass man da, dass eine gute Arbeit geworden, insgesamt eine gute Arbeit geworden ist. Zulieferer. Ich würde es nicht so aber kritisch. Wir sitzen jetzt eben hier als Zulieferer. Immerhin. Super. Vielen herzlichen Dank für das schöne Interview.